Willkommen zur dritten Folge von Stick War Legacy. Die Kampagne ist noch nicht fertig, leider. Aber machen wir jetzt. Wir machen jetzt erstmal weiter. Magikills. Dieses Land wird von Zauberern beherrscht, deren Magie Infanterie betäuben und Lakaien beschwören kann, die ihre Befehle ausführen. Zerstöre die Magikill-Statue. Okay. Erstmal ein paar Schwertzorns ausbilden. Warte mal. Ah ja. Habe ich schon richtig gesehen. Was? Die greifen ja schon an. Hilfe. Attack. Hey, das ist nicht nett. Ups. Man the fort. Defend. Aua. Da ist ein Lakai noch. Der Magier ist hier. Ich finde die Musik cool. Oh, der nächste Magier ist schon da. Ich habe mal eine Frage an euch, Leute. Soll ich mal auch so einfach nur so ganz stumm Videos machen, also so wie gerade eben? Oder soll ich einfach alles kommentieren? Attack. Schreibt das mal in die Kommentare. Oh.
Diese weisen alten Männer sind deiner wilden Armee nicht gewachsen. Wir müssen weitermarschieren und den Rest der fliehenden Pfeile erledigen, bevor sie sich wieder sammeln können. Und freigeschaltet Magikill. Ja, ich habe die Werbung vergessen, natürlich. Also ich würde das hier oder das hier mal erhöhen. Ach komm, das hier. Pferdland. Mal gucken, was uns erwartet. Stand da nicht eben Pferdland? Ach, keine Ahnung. Befreie Pörtland. Die Archidons und die Schwärzhorn haben sich vereint, um gnadenlos über Pörtland zu herrschen. Du musst die Bürger dieses neutralen Landes befreien. Zerstöre die Archidon Magikill-Statue. Ja, okay, die Archidons und die Schwärzhorn haben sich verbündet. Aber es ist eine Archidon Magikill-Statue. Sieht aber nur aus wie zwei Schwerter. Dann mal sehen, wie schnell wir die platt machen. Oh, wir sind schon angegriffen. Kurzen Gegenangriff machen. Okay. Aua. Dem wurde gnadenlos im Kopf geschossen. Attack! Ich muss mehr auf den Gegner achten. Irgendwie werden da die Truppen schneller ausgebildet, kann das sein? Okay, ich greife jetzt auch an. Heia, heia, macht sie alle fertig. Schlachtet sie ab. Nein, okay. Achtung, der Feind hat Verstärkung angefordert. Glaubst du, mich stört es? Mach sie einfach trotzdem platt. Und schon sehen sie sich wieder zurück, also.
Ziemlich feige Hühner, würde ich mal sagen. Hä? Die wissen auch nicht, was sie wollen. Naja, egal. Down. Da gehen sie down. Weiter. Diesmal rechtzeitig. Weiter geht's. Westwind. Befreie Westwind. Die Archidons und die Sperrtons, schon wieder die Archidons? Was ist mit denen los? Haben sich verbündet und herrschen jetzt als Tyrannen über die Bürger von Westwind. Befreie dieses neutrale Land. Zerstöre die Archidon-Sperrton-Statue. Also ich sehe daran kein bisschen Archidon, aber okay. Moment. Entschuldigung. Hatte irgendwie ein Kloß im Hals. Am besten gleich eine Verteidigung machen. Da ist schon ein Sperrturm. So, zwei Verteidigungstruppen sollten am Anfang reichen. Ich habe eine Idee. Ich probiere das mal aus. Einmal nur Schwertzons. Komplett nur Schwertzons. Nichts anderes. Mal sehen, ob es klappt. Schon vier Reihen voll. 4,5. Und voll. Geht nicht mehr. Dann warte ich mal ein bisschen. Vier Sperrtons schon. Drei Bogenschützen, okay. Naja, wie viel habe ich hier? Ach, ich könnte 32 mal denken. Könnte hinkommen. So, da bin ich wieder. Kurze Pause. Mein Vater ist gerade reingekommen. Deshalb musste ich die Aufnahme stoppen. Aber keine Sorge, ihr habt nichts verpasst. 2, 4, 6, 8 rein. Los geht's. Attack. 8 rein, nur von Schwertzorn. Ich bilde schon mal direkt neu aus. Hoppla. Ein. Ah, die geht so schnell down. Easy.
Okay, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zur nächsten Folge und tschüss.